Jo und hallo. Passt. Zum zweiten Teil von den Q&As. Warum auch nicht? Übrigens, ich habe jetzt meinen YouTube-Kanal, also diesen hier, plus eine meiner Facebook-Pages, DeviantArt und so weiter und so fort, inklusive einer Skype-Adresse zuerst, die ich offiziell habe. Bei Animex verlinkt, also falls sich jemand dafür noch interessiert, was ich bezweifle. Und einige möchten natürlich jetzt wissen, warum macht er das? Warum nicht? Auch wenn ich das nicht unbedingt positiv bewerte. Hey, Animex, who gives a shit? Antwort: I do. I don't give a shit. Und hey, vielleicht locke ich wieder ein paar mehr Trolle an, weil aus irgendeinem unerfindlichen Grund sind irgendwie jetzt. Es lässt nach und das finde ich irgendwie schade, weil ich mich immer köstlich über Trolle amüsiere. Besonders diejenigen, die sich schön anonym mit versteckten Profilen oder mit Profilen, wo nur ein Video oder gar kein Video oder Profilen, die komplett nackt sind, ohne überhaupt nur irgendwas mit irgendwelchen kryptischen Namen. Ich bin anonym und ich bin so gern ein Arschloch. Also, ehrlich. Einen größeren Witz kannst du mir nicht machen, als dass du mir schreibst, Kollege, Kollegin oder was auch immer, was für eine asexuelle Kreatur du bist meistens. Ich habe da so zwei, drei, die ich immer sehr lustig finde. Einige glauben wahrscheinlich, dass man nie dahinter kommt, dass sie eine Person mit drei Profilen sind. Ich glaube, diejenige, welcher weiß, ich meine, okay, das nimmt bei. Hiermit einmal ein paar Umfragen. Okay, erstens einmal, ich hasse Abkürzungen und ich habe das schon diverse Male gesagt. Ich finde sie zum Kotzen. Aus mehrerer Hinsicht. Erstens einmal, sie unterbrechen den Denkfluss. Vor allem, wenn man nicht da unbedingt schon gleich weiß, worum es geht. Egal ob bei geschriebenen Texten oder bei Konversationen. Ich hasse Abkürzungen. Okay. Und wo wir bei gerade sind, dann gehen wir gleich zu Laughing Man Ghost in the Shell. Wobei Ghost in the Shell wieder als Abkürzung kommt. Zweimal sogar. Auch in der Frage. Ich hasse Abkürzungen. Ich finde sie scheiße. Große Scheiße. Okay, aber ist egal. Und warum habe ich keinen Nagellack mehr in neueren Videos? Im Moment, ich könnte sie mir wieder lackieren. Mache ich vielleicht wieder mal. Und dann habe ich noch nicht, irgendwie nicht das Bedürfnis dazu, weil ich mache etwas aus spontaner Entscheidung. Nicht um etwas auszudrücken. Okay? Ich mache etwas, ich denke, ich will was machen. Ich mache es jetzt. Dann höre ich damit auf und mache es vielleicht wieder mal ein anderes Mal. Und dann, man sieht es, nichts. Und dann sind sie auch nicht unbedingt gepflegt, also wozu lackieren? Hatte etwas damit zu tun, früher, als ich viel nervöser war. Jetzt bin ich hektisch. Was soll es? Kaffee. Okay. Und ja, du bekommst von mir aus auch gern einen Flummi, sogar drei oder vier. Ich habe eine ganze Schublade voll mit Flummis. Zur Aninite und auch zur Made in Japan, die ich in ein paar Wochen besuchen werde. Ja. Statt dem World Bodypainting Festival, das ich nicht besuchen werde, weil das ich finanziell, zeitlich und auch fahrtechnisch nicht für mich mehr auszahlt. Falls jemand das überhaupt noch kennt. Es ist ein ziemlich großes Festival hier bei uns in Kärnten und es ist sehr unterhaltsam, sehr viele hübsche Mädels, sehr viele Künstler, sehr bunt. Lieblingstag dabei: Ghost in the Shell, wieder mal Abkürzung. Ich hasse Abkürzungen. Oh. Natürlich, ich weiß ganz genau, dass jetzt dann irgendein Troll daherkommt und schreibt alles nur noch in Abkürzungen. WTF, lol, roffel, irgendwas. Und dann so, wow, bist du kreativ. Ich hab die jetzt schon durchschaut, bevor du überhaupt auf den Gedanken gekommen bist. Also, Liebescharakter bei Ghost in the Shell. Bateau ist lustig, vor allem weil er etwas. Motoko Kusanagi, ich finde, sie ist eine ziemlich harte Sau, aber irgendwie auch nicht sehr interessant. Sie wirkt jetzt sehr vielschichtig, vor allem in der Serie.
im ersten Film, und hier auch übrigens bestes Beispiel dafür, gute Synchro, schlechte Synchro. Du hast die gleiche Supporting Cast in deutschen Synchro für die erste Staffel und zweite Staffel der Serie, okay, First and Second Gig von Standalone Complex, und dann die Synchronisierung im Deutschen für Ghost in the Shell, den ersten Film. Wenn hier jemand sagt, er merkt hier keinen Unterschied in der Qualität der Synchro, obwohl es die gleichen Leute sind. Gleichen Leute. Serie? Wirklich gute Synchro. Möchte ich nicht drüber kommen lassen. Gute Synchro. Film? Kam erst sehr spät dazu. Vom ersten. Ich habe nur noch die amerikanische Version davon. Und ich bleibe auch dabei, weil die deutsche Synchro wirklich... Wer hier die Lieblosigkeit nicht raushört, dann hast du wirklich keinen Gehörgang mehr. Ich sag's nur. Weil die meisten sagen, ich verstehe nicht, was du meinst, wieso ist die Synchro schlecht? Bestes Beispiel. Das ist wirklich so, also das kann man ins Lehrbuch schreiben. Gut, schlecht. Beides die gleiche Casting, beides die gleiche Setting. Gut, schlecht. Okay. Und das wäre mein bester Lieblingscharakter. In den Serien werden sie Daji Komas. Ich finde sie unterhaltsam. Im Film? Ja, ich bleibe bei Bato. Warum? Es ist ja eine große Leistung, eine Persönlichkeit rüberzubringen, die keine Augenmimik quasi hat. Falls es jemandem aufgefallen ist. Sicher nicht. Und ich finde, er hat irgendwie dieses viel durchgemacht, trotzdem immer noch sehr viel. Er hat so irgendwie das typische Die Hard-Feeling drauf, irgendwie so. Okay? Er ist ein liebenswerter Charakter, ganz einfach. Nichts gegen die anderen Charaktere. Ich finde eigentlich jeden Charakter in Ghost in the Shell recht ansprechend. Vor allem in den Filmen und auch in der Serie und auch in den Mangas. Sogar einige der Bösewichte. Dramatisch oder auch nicht. Und wenn ich mich für einen entscheiden müsste, okay. Oh, okay. Wie schaut meine MP3-Liste aus? Oder habe ich überhaupt eine? Ich habe eigentlich gar keine MP3-Liste, weil ich meistens nur den Winamp starte und mir direkt aus Japan oder aus irgendeinem Eck der Welt irgendwo Radio anhöre, wenn ich Musik höre. Das wäre es eigentlich großteils, was meine MP3s angeht, weil, wie gesagt, ich bin kein Fan von den ganzen Download-Geschichten, weil... Es macht auch nur die Festplatte voll und man sieht sich sowas, sieht sich Filme oder sonst was sowieso nur einmal an, und warum soll ich sowas downloaden? Und außerdem, ich bin jemand, der sagt, unterstützt die Community irgendwie, nicht zum Marke, ich lade herunter, sollen andere das tun, es ist immer dasselbe. Weil letzte CD, also Audio-CD, die ich gekauft habe, war zum Beispiel von Tenshu Tenge. Das ist auch schon wieder 3 oder 4 Jahre her. 3 Jahre ungefähr, glaube ich. War auch nicht unbedingt die beste Entscheidung, weil ich die Serie nicht unbedingt so gut fand. Ich meine, ich mochte die Mangas und dann die Serie. Ich habe sogar von Mo eine Figur. Ist ja nicht so. Und wie kam ich zu meinem YouTube-Namen? Ich bin ausgelernter Kunstschmied und Schlosser. Und ich hatte anscheinend an dem Tag etwas. Und die Namen, die ich mir zuerst ausgesucht habe, vor allem am Anfang, ich habe insgesamt schon 5 Profile auf YouTube gehabt. 3 davon sind noch aktiv, obwohl ich nur 2 davon nutze. Das dritte ist mehr oder weniger sinnlos, falls es jemand suchen will, der letzte 100. Wobei 100 auch nur deswegen dabei ist, weil es schon über 90 andere, der letzte das gibt. Und ich halte nicht sehr viel davon, Buchstaben und Zahlen hinter einem Namen zu setzen, damit man einen Namen hat. Weil ich hatte zuerst schon mal ein neues Helo-Profil, wollte ich eigentlich behalten. Verschwand irgendwann.
Keine Ahnung wieso. Ich find's nicht mal hier. Auf YouTube. Und das Mindfuck, weil ich wollte erst Mindfuck, gibt's auch schon 3000 Mal. Und Mindfuck denke ich mal so, also ich mag, ich habe ein Faible für alte Kriegsmaschinen und das war das Nächste, das mir einfiel an den Tag. Hey, man muss mit dem leben, mit dem man sich irgendwie entschieden hat damit. Also ich habe mich entschieden und muss mit dieser Entscheidung leben. Das können die wenigsten, bin jetzt drauf gekommen. Weil die meisten sind ja nur darüber raus, ich habe mich entschieden und ich hasse diese Entscheidung. Hey, ich habe mich auch für diverse Sachen entschieden in meinem Leben. Hey, ich habe da hinten, man sieht es hier hinten, die Star Trek Companion. Ich bin heute nicht noch mal richtiger Star Trek Fan und habe sie immer noch. Wie gesagt, ich habe noch dann einiges. Es kommt dann bald Teil 3. Und das werden jetzt bei genau 11 Minuten und 15 Sekunden. Ciao, bis nächstes Mal.